ich finde es cool, dass ich da mitgemacht habe. Egal, was man kann da auf jeden Fall was beitragen, wenn man Bock hat. Ich finde es total verrückt rückblickend, dass wir bis heute angefeindet werden von rechts und dieser Hackathon bis heute uns nicht supportet. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Podcast rund um den Hackathon Wir vs. Virus der Bundesregierung. Mein Name ist Erik Gebel. Und dieser Podcast ist im Zuge des Seminars Politik Feldanalyse Corona-Krise an der TU Dresden entstanden. In diesem Podcast möchte ich mich damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen bzw. welche Effekte positiver und negativer Natur der Hackathon der Bundesregierung zu Beginn der Corona-Krise hatte, welche Chancen und Potenziale kann man in so einem Hackathon wiederfinden und ganz besonders, wie erging es denn eigentlich den Teilnehmenden dieses Hackathons? Dafür und damit das Ganze auch ein bisschen bunter und ansprechender wird, habe ich in den letzten Tagen mit verschiedensten Teilnehmern und Teilnehmerinnen gesprochen und ich bin ganz gespannt, was diese Menschen mir zu erzählen haben. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Beginnen wir vielleicht erstmal ganz basal mit der Fragestellung, was ist denn überhaupt ein Hackathon? Beziehungsweise was bedeutet dieser Begriff? Nun ja, als Germanist kann ich sagen, dass der Hackathon, dass es sich bei diesem Begriff um ein Kofferwort handelt. Das heißt, zwei Wörter verschmelzen miteinander. Bei dem Hackathon sind das die Wörter Hacking und Marathon. Das mag erstmal ein bisschen verwirrend klingen für uns, also gerade im deutschen Raum, denn eigentlich hat der Hackathon nicht allzu viel mit Hacken zu tun. Es geht eher darum, dass in einem bestimmten Zeitraum, deshalb auch die Wortbedeutung Marathon, eine Aufgabe oder technische Probleme irgendwie auf irgendeine Art und Weise gelöst werden sollen. Und meistens sind diese Hackathons zu einem bestimmten Thema konzeptioniert, was wiederum auch Einfluss auf die entsprechenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat, die dann für diesen Hackathon angesprochen sind. Bei dem Hackathon Wir vs. Virus ist es eigentlich recht klar, wer die Zielgruppe gewesen ist. Das sind letztlich schon wir alle gewesen und die Problemfelder, die behandelt wurden, waren auch sehr zahlreich. Darauf werden wir auch später noch eingehen. Aber jeder konnte sich im Prinzip dann während des Hackathons auf einen Bereich spezialisieren. Insgesamt gab es über 40.000 Anmeldungen für den Hackathon. Daraus wurden letztendlich 28.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche letztlich innerhalb von 48 Stunden mehr als 1.500 Lösungen produzierten. Einige dieser Ideen wurden später auch weiterverfolgt. Sie wurden finanziell und ideell unterstützt und leben oder existieren zum Teil heute noch weiter oder haben sich eigenständig mit anderen Unternehmen oder Webseiten zusammengeschlossen und eigene Projekte und Ideen weiterentwickelt bzw. neue Synergien sind daraus entstanden. Aber wie müssen wir uns das denn nun jetzt eigentlich vorstellen? Wie ging das Ganze am Anfang los? Ich habe dafür unter anderem mit Cassandra gesprochen, die Jura in Berlin studiert und sie hat es eigentlich ganz gut erzählt, wie denn diese Situation ganz am Anfang für sie gewesen ist. Ich habe mich ganz alleine angemeldet. Es gab auch Leute, die sich dann zusammen angemeldet haben oder irgendwie da zusammengearbeitet haben. Ich habe mich ganz alleine angemeldet. Dann kam so diese Einladungsmail für den Slack-Channel und dann bist du auf einmal mit so einem Slack-Channel mit, ich glaube, es waren 42.000 anderen Leuten, komplett eigentlich orientierungslos. Es gab glücklicherweise so eine Übersicht an Problemen. Das heißt, ich habe mir so ein paar Probleme ausgesucht und bin dann in die entsprechenden Channel gegangen. Und dann innerhalb von 2 Stunden sind dann so die Ideen geboren. Und dann ging es auch eigentlich los mit der Arbeit, mit den Ideen. Neben der Teilnahme alleine am Hackathon konnte man sich auch als Gruppe anmelden. Dafür habe ich unter anderem mit Nele gesprochen, die sich mit einigen Freunden aus dem Studium zusammengetan hat, um so gemeinsam am Hackathon teilzunehmen. Aber auch da hat sich gezeigt, dass es am Anfang doch ein paar Probleme gab. Und wir waren dann mit Slack sehr, sehr überfordert am Anfang. Also die ganze Organisation, es gab dann, sollte einen Mentor geben, der einem hilft, wo man zugeordnet wird. Es war
am Anfang völlig undurchsichtig für uns. Also wir wussten dann erstmal gar nicht, erstmal gab es Probleme, in den Slack-Raum reinzukommen. Dann hatte irgendwie, weil wir waren vier Leute, dann hatte irgendwie nur einer von uns diesen Zugangslink geschickt bekommen. Das hatte sich ja dann zeitlich auch alles verzögert. Und dann saßen wir da, irgendwie, wann geht's los? Dann wieder irgendwie 2-3 Stunden Verspätung. Und das war halt alles so ein bisschen durcheinander. Letztendlich haben wir es dann aber geschafft, waren dann irgendwann alle in diesem Slack-Raum drin zu dem Thema. Wir hatten kleine KMU unterstützen, so ungefähr so hieß das, glaube ich. Ja, und dann mussten wir uns erstmal zurechtfinden, was tatsächlich gar nicht so einfach war. Davor lief, glaube ich, ein paar Stunden so eine Art Livestream bei YouTube, wo das wahrscheinlich alles erklärt wurde. Den haben wir nicht komplett gesehen. Da haben wir auch im Nachhinein gedacht, wenn wir das getan hätten, wäre es eventuell einfacher gewesen. wir haben uns den aber nicht 2 Stunden lang angeguckt. So, das war vielleicht auch der springende Punkt, weswegen es uns am Anfang ein bisschen schwer fiel. Wir sehen also, am Anfang gab es einige Schwierigkeiten und Hürden, die dieser Hackathon mit sich brachte. Das lag aber vor allen Dingen an der völlig überwältigenden Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl, mit der die Organisatoren und Organisatorinnen zu Beginn einfach nicht gerechnet haben. Nun kommen wir aber mal zu den konkreten Projekten, denn darum soll es ja letztlich gehen. Das ist ja die Kernidee des Hackathons. Cassandra, die wir zu Beginn gehört haben, hat dann die Webseite Corona Law gegründet. Diese Webseite hat sich zum Ziel gemacht, für kleine und mittelständische Unternehmen eine Art Rechtshilfe gegeben wird. Was müssen kleine und mittelständische Unternehmen gerade jetzt in der Corona-Situation beachten? Mittlerweile hat sich dieses Team mit der Machbarschaftshilfe zusammengetan und unterstützt jetzt diese Webseite, welche auch schon vor dem Hackathon existierte. Das Team von Nele hingegen hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Tool zu entwickeln, welches es kleinen und mittelständischen Unternehmen, welche gerade nur offline unterwegs sind, ermöglicht, ganz einfach und ganz schnell einen Online-Shop aufzubauen. Nach Ende des Hackathons gab es zunächst 20 Projektideen, welche von einer Jury ausgewählt wurden und in die erste Förderrunde kamen. Im späteren Verlauf gab es dann noch den sogenannten Solution Enabler und den Solution Builder. Worum es sich dabei genau handelt, das kann euch Niklas sicherlich viel besser erklären. Niklas ist von Colivery, einem der Teams, welche zu den 20 großen Gewinner zählten. Und er erklärt euch jetzt einfach mal, was der Solution Builder und der Solution Enabler ist. Genau, also es gibt ja jetzt diese zwei Programme, nennt sich Solution Enabler und Solution Builder. Und der Solution Enabler, der bietet wirklich diese Plattform, wo dann einige Unternehmen und eben auch dieser Fördertopf, Geldtopf hinterstecken, wo man dann sagt, gut, für unser Projekt brauchen wir jetzt noch zum Beispiel irgendwelche Cloud-Dienste oder was auch immer. Da wird man also dann materiell, finanziell unterstützt. Und dann gibt es eben aber auch den Solution Builder und auch einige Programme, die so ein bisschen nebenbei laufen von ein paar Unternehmen, die dann wirklich konkret zu irgendwelchen Themenfeldern noch menschliche Hilfe anbieten. Wir haben zum Beispiel sehr interessante Workshops mit Google gehabt, mit Google-Mitarbeitern, wo wir weiter Ideen entwickeln haben. Ja, vielen Dank, Niklas. Aber was ist denn jetzt eigentlich euer Projekt gewesen, also Colivery bzw. die Machbarschaft, der ihr später fusioniert habt? Die Ursprungsidee war ganz knapp Einkaufshelfer vermitteln, weil ja gerade die Risikogruppen ältere Leute zum Beispiel ja nicht unbedingt rausgehen sollten, sich unter die Leute mischen sollten und dann nachbarschaftshilfemäßig es ja schön wäre, wenn man da einfach so Hilfegesuche irgendwo reinstellen könnte, eben im Netz oder auch per Hotline und sagen könnte, ich brauche diese und diese Artikel. Ist denn jemand in der Nähe, der mir die beschaffen kann? Und dann geht irgendjemand los und sagt, jo, ich wollte eh einkaufen, ich bringe dir eben die Sachen mit, sodass dann jeder relativ risikofrei an das kommt, was er oder sie so braucht. Und wie habt ihr dann erfahren, dass ihr zu den großen Gewinnern gehört und von der Jury ausgewählt wurdet? Das war total seltsam. Also erstmal hat irgendwie keiner so richtig natürlich damit gerechnet, dass wir da unter die Top 20 kommen. Und wir haben es auch erst gar nicht so richtig gemerkt. Es gab ja dann diesen YouTube-Livestream, wo eben das vorgestellt wurde, wer da in den Top 20 ist. Und es wurde ja vorher noch eine E-Mail rumgeschickt, wo drin stand, die Leute, die unter den Top 20 sind, wurden angeschrieben
und sollen sich doch bitte mal melden, wer Lust hat. Die könnten dann an diesem Stream teilnehmen sozusagen, dass man da direkt auftritt. Und ich habe dann zum Spaß zum Kollegen von Colivery, zu Aaron, gesagt, Aaron, guck doch mal in deine E-Mails, vielleicht haben wir schon eine bekommen, wo drin steht, dass wir teilnehmen sollen. Und er so scherzhaft, ja, ja, ich gucke mal. Und dann guckt er rein, dann war da diese E-Mail und dann ging es natürlich ab im Slack. Na, dann hat er den Screenshot von der E-Mail gepostet und dann sind erstmal alle ausgerastet. Viel Zeit war dann auch nicht, weil dann war schon der Call. Haben wir natürlich voll verschlafen und waren dann nicht live dabei, haben dann nur zugeguckt. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Und wie ging das dann weiter mit eurem Projekt? Wir wollten dann mit der Einkaufshilfe Passau in Kooperation ein Pilotprojekt starten. Und das Problem ist nur, dass dann die Zeit relativ weit fortgeschritten war und die jetzt leider gesagt haben, es gibt kaum noch Hilfegesuche, sodass wir eigentlich diese Lösung jetzt gar nicht so richtig einsetzen können. Was dann eben auch der Grund war, warum wir uns jetzt so ein bisschen umorientieren. Wir sind mittlerweile so weit pivotiert, dass wir eigentlich gar nicht mehr dieses Ursprungsprojekt verfolgen, sondern mehr uns als Digitalisierungsinitiative für Nachbarschaft verstehen. Ja, vielen lieben Dank an Niklas für die Vorstellung von Colivery bzw. Nachbarschaft. Ich möchte euch aber gern noch ein zweites Projekt vorstellen, welches auch schon eine gewisse Aufmerksamkeit durch die Presse bekommen hat. Und zwar gerade auch, weil es nicht gefördert wurde von dem Hackathon bzw. dem Solution Enabler oder dem Solution Builder. Die Rede ist von Hashtag Ich bin kein Virus. Und um was es sich dabei handelt, das wird euch jetzt Victoria einmal näher erläutern. Ich bin kein Virus.org, genau, leitet sich ab aus dem Hashtag Ich bin kein Virus. Es gab den Hashtag auch schon vorher in Frankreich. Da ging es darum, bei dem Hashtag, dass Menschen, die ostasiatisch gelesen werden oder ostasiatisch sind, angefeindet werden, hier nur in Deutschland. Also jedes Land geht da ja unterschiedlich mit dem Sündenbock für Corona um. Und das ist entstanden, weil meine Mutter angefeindet worden ist in Bielefeld von 8 Jugendlichen, wo sie anschließend noch die Polizei gerufen hat. Und ich war mit einem Fernsehteam in Kontakt, was darüber berichten wollte. Und als es dann hieß, dass meine Mutter einen leichten Akzent hat, hat das Fernsehteam abgesagt und kein Interesse mehr an der Story gehabt. Und so ist die Idee entstanden, dass ich eine Plattform gründen wollte, wo Leute unabhängig ihres Aussehens und unabhängig ihrer Deutschkenntnisse ihre Erfahrungen veröffentlichen können, weil es sowas Corona-Spezifisches meiner Meinung nach nicht gab und auch noch nicht gibt. Und man diesen Leuten auch hilft. Also was kann ich tun, wenn ich angefeindet werde? Im schlimmsten Fall, wenn mich jemand angreift. Das heißt, die Betroffenen können auf der Webseite einerseits ihre Erfahrungen niederschreiben, auf der anderen Seite Hilfsangebote und empowernde Akteure oder Content finden, die einen stärken können. Und was sind dann die Begründungen gewesen, die ihr für eure Absage erhalten habt? Dass man nicht wisse, ob es Corona-spezifischen Rassismus gibt. Das ist natürlich enttäuschend gewesen, weil unser Bewerbungs-YouTube-Video eine Person zeigt, die genau das beschreibt, dass ihr sowas passiert und dass ihrer Mutter sowas passiert. Also das war auch ich. Oder es kam der Kommentar, dass das Projekt leider nicht in das Programm passe, weil an anderer Stelle schon etwas gegen Rassismus getan wird. Oder als ich während des Hackathons schon die Kritik angebracht habe, dass die Jury, die ja nicht nur aus 4 Mitgliedern, sondern aus über 40 Mitgliedern bestand, keine einzige Person darin enthalten ist, die nicht weiß ist, wurde mir gesagt, naja, aber Raoul Krauthausen kann doch deine Argumente nachvollziehen. Mittlerweile haben die Organisierenden des Hackathons Wir vs. Virus auf diese Kritik reagiert und am 29. Juni 2020 eine Stellungnahme zur Kritik an mangelnder ethnischer Diversität in der Jury bzw. im gesamten Team veröffentlicht. Trotzdem soll an der Stelle auch nochmal darauf hingewiesen werden, dass das Vorstellungsvideo von Victoria zu dem Video zählt mit den meisten Dislikes und sie auch heute noch auf ihrer Webseite ichbinkeinvirus.org doppelt so viele Hasskommentare wie Nachrichten von betroffenen Personen erhält. Neben der gerade schon geäußerten Kritik von Victoria gibt es aber noch ganz andere Punkte, die an dem Hackathon, so wie er gelaufen ist, kritisiert wurden. Darunter fällt beispielsweise, dass die Auswahl der Jury der ersten 20 Projekte sehr einseitig wirkte,
beziehungsweise gezielt nur Projekte aus einzelnen Clustern, also den Themenbereichen, die man sich vorher auswählen konnte, folgt ist und zudem vor allem Projekte gefördert worden, welche mittlerweile oder aus der Situation heraus keinen so großen Mehrwert produzieren konnten, zum Teil auch, weil es schon ähnliche Projekte im Open-Source-Bereich gegeben hat. Nachdem ich mich jetzt in den letzten Tagen mit vielen Projekten des Hackathons beschäftigt habe und einige Interviews geführt habe, steht mein Fazit eigentlich ziemlich klar fest. Der Hackathon hat noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Gerade wenn ich an die Schilderung von Victoria denke, dann ist ganz klar, hier muss sich noch einiges verändern. Victoria hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass eine Deeskalationsstelle bei einem zukünftigen Hackathon unbedingt Teil der Planung sein sollte. Und dass der Hackathon zu spannenden Ideen und spannenden Überlegungen führte und dass zahlreiche Menschen daran teilnahmen und sich eben auch bewusst mit einbringen wollten, dass der Hackathon ein gutes Tool der niedrigschwelligen BürgerInnenbeteiligung sein kann, hat dieser Hackathon Wir vs. Virus definitiv gezeigt. Und auch infolgedessen habe ich mich wesentlich intensiver mit Hackathons beschäftigt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass erst vor wenigen Wochen ein Hackathon rund um Lösungen für die digitale Bildung jetzt in der aktuellen Corona-Situation stattgefunden hat. Zusätzlich möchte ich noch anmerken, dass ihr jetzt auf der Webseite von Wir vs. Virus ein Handbuch findet, in dem der Hackathon im Prinzip nochmal alles ausführlich ausgewertet hat. Der Hackathon beschreibt da nochmal ganz detailliert, was gut gelaufen ist und was man hätte besser machen können, beziehungsweise was man bei einem zukünftigen Hackathon besser machen könnte und sollte. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ihr habt ein paar spannende Projekte kennengelernt, die ihr euch vielleicht auch jetzt nach dem Podcast nochmal in aller Ausführlichkeit anschauen wollt. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen bedanken, ohne die dieser Podcast so in der Form sicherlich nicht möglich geworden wäre. Es war unglaublich aufregend, euch zuzuhören und dadurch dieses ganze Konstrukt Hackathon nochmal besser zu verstehen. Und bei all der Kritik, die es jetzt aber auch letztlich gab, möchte ich gerne Niklas am Ende nochmal das Wort geben, denn er hat das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, was so ein Hackathon leisten kann, beziehungsweise was so ein Hackathon gezeigt hat und uns doch irgendwie auch am Ende optimistisch stimmen sollte. Ich verabschiede mich und bleibt gesund. Ich fand es super eindrucksvoll, wie plötzlich Tausende, Zehntausende, ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren, Menschen zusammenkommen, um irgendwie gemeinsam was zu erreichen. Das fand ich unglaublich schön. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder hat richtig viel gelernt. Es ist super toll, wie plötzlich jeder jedem hilft, auch gerade große Unternehmen, die dann plötzlich einspringen und überall ihre Hand leihen. Also ich nehme für mich mit, wir sind eine tolle Gesellschaft und auch wenn es hier und da mal ein bisschen hakt, können wir echt viel zusammen erreichen und es gibt viel Entwicklungspotenzial, um einfach das Zusammenleben noch zu verbessern. Unter anderem digital, aber nicht nur digital.